Und jetzt eine neue Folge von Friede, Freude auf die Eierkuchen. Deutsche Wessel, ne? Was? Ja, zwei stramme Jungs mit Dauerkarte für den Kraftraum. Eure neuen Granateriche. Oh mein Gott! Ich bin wirklich sprachlos gewesen, tatsächlich. Das war super unerwartet. Hallihallo! Mädels, das Sektfrühstück ist da! Digga, was ist das hier? Hi, was ist das? Grüß dich! Freut mich, Daryl. Du machst Sport, das ist geil. Ein bisschen, das freut mich. Ich bin muskulös. Ich bin groß. Ich bin Daryl, ich bin 30 Jahre alt, ich komme aus der Schweiz. Wenn ich in die Villa einziehe, sehen die Mädels sowieso, oh, das ist ein Pumper, das ist ein Protzer. Der lernt sehr viele Frauen kennen. Aber ich werde die Frauen schnell aufmerksam machen, dass ich auch eine weiche Seite an mir habe, lustig bin und dass nicht die Muskeln an erster Stelle sind. Ich bin ein normaler Mensch wie jeder andere, auch wenn ich jetzt irgendwie 110 Kilo bin und Muskeln habe. Die Frau erobere ich mit meinen blauen Augen. Ich strahle schön, ich schaue sie an, tief in die Augen. Und da kommt man schon automatisch ins Gespräch. Wenn ich ein Mädel gut finde, dann gebe ich natürlich 200%. Ich werde sie auf Händen tragen. Ich lasse sie auch mit den anderen Boys reden. Aber sie wird sowieso später wieder zu mir kommen. Hallo, freut mich. Daryl, freut mich. Hi. Hi, gute. Robert. Gute, Robert. Wir haben noch nicht, ne? Genau, Entschuldigung. Hi. Hi, Luca. Daryl, freut mich. Evi, ran an Speck. Gut bei dir. Er hat echt einen guten Körper. Und er ist sehr gut ausgestattet. Da, lecker! Ja, ein Jagdinstinkt hat, glaube ich, jeder Mann in sich. Ich kann mich nicht mal im Ansatz an alle Eroberungen erinnern. Also erstmal muss ich anders anfangen. Ja, mein Name ist Robert, bin 30 Jahre alt, komme aus Berlin. Also ich würde schon sagen, dass ich auf gewisser Basis eitel bin. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, weil ich perfektioniert bin, was so Haare machen angeht. Ja, Fußball spielt natürlich eine absolut große Rolle in meinem Leben. Meine Eigenschaften beim Fußball sind definitiv Ehrgeiz und Siegeswille. Also ich brauche auf jeden Fall eine Frau oder eine Partnerin, die das akzeptiert und auch duldet. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich blonde Frauen nicht attraktiv finde. Sportliche Figur, dazu ein passender Po. Ja, also ich würde schon sagen, dass ich ein dominanter Typ bin. Aber ich habe natürlich auch einen weichen Kern. Probleme anzusprechen ist für mich das Wichtigste in der Beziehung, weil ich glaube, das ist einfach die Grundbasis. Sonst fallen einem die Probleme irgendwann auf die Füße. Ich werde natürlich versuchen, mich so in den Vordergrund zu stellen, dass ich halt Nummer eins bin. Unser kleiner Gruß aus der Küche für die Mädels. Gefällt euch, was ihr seht? Ja. Auf jeden Fall. Passt. Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr.